Servus, der Tobi von den Unwetterfreaks hier. Am Tag zuvor ging die Action bis weit in die Nacht, weshalb ich etwas verpennt habe. Ich habe nach dem Aufstehen gleich auf das Wetterradar geschaut und saß 10 Minuten später im Auto, um die Gewitterfront nach Ostbayern einzuholen. Diese will ich bis zum Bayerischen Wald chasen und dann sollte der Spaß eigentlich durch sein. Soweit der Plan. Bei Landshut habe ich es geschafft, mich vor die Front zu setzen. Die Formationen sind schon ziemlich ausgeprägt, obwohl es gerade mal Mittag ist. Auch wollte sich in die Front da hinten eine Superzelle einnisten, aber hat es leider nicht geschafft, eine zu werden. Leider will der Landshuter Teil nicht so richtig, also übernimmt eine weitere starke Zelle weiter im Nordosten an der Front. Das ist ein ganz schöner Stress heute. Auf der Autobahn weisen mir die tiefen Böenfrontformationen da hinten den Weg zum harten Kern. Bei Piefsting muss ich auf der B20 noch ein Stück nach Norden, um an den harten Kern zu kommen. Vor mir steht ein ganz schöner Brummer von Gewitter. Laut Google Maps müsste hier eine Straße sein, das nervt enorm, vor allem wenn man so einen D-Zug von Gewittern vor einen hat. Dann geht es vor mir an der Basis munter im Kreis und eine Funnel zeigt sich. Leider wird das System zu schnell Outflow-dominant und mit meinem richtigen Tornado wird es mal wieder nix. Aber genau diese Outflow-Dominanz und die vom Niederschlag weglaufende Böenfront formt einen gigantischen Gewitterhimmel. Die Wolkenbasis über mir kocht durch absinkende Luft, unter der dicken Gewitterzelle förmlich. Also, genießt einfach diese gewaltige Stimmung. Nach der Gewitterfront sollte eigentlich Hochdruckeinfluss weitere starke Gewitter unterbinden laut Modell. Aber das ist dem Wetter doch egal. Eine Left Mover Superzelle schert gleich südöstlich von München vorbei. Leider kann ich jetzt nur noch mit meinen GoPros filmen, weil von der großen Cam die Speicherkarte mit 7 Stunden Material vom Vortag voll ist und ich meine zweite nicht dabei habe. Der Aufzug der Superzelle ist herrlich turbulent, Unwetterfreak Michael filmt die gleiche Zelle von weiter südöstlich. Im Chor geht es mit ordentlich Sturm und Regen zur Sache. Südlich von München hat die Zelle zuvor viel Hagel abgeladen.
Nach der Zelle geht es munter mit neuen Gewittern weiter. Neben einer Großhagelzelle über München, die man im Berufsverkehr in einer Millionenstadt gar nicht erst probieren braucht zu chasen, kam vom Lechfeld bei Odelshausen dieses rotierende Baby angezogen. Ich dachte, ja, stellst dich noch nördlich vom Aufwind auf und nimmst noch etwas Hagel mit zum Abschluss. Hier blieb es leider nur beim Regen. Hagel und schwerer Sturm beschränkten sich auf einen kleinen Bereich bei Mehring. Irgendwann ist halt einfach kein Cape mehr da. Hinter mir wurde die Zelle nochmal richtig nice. Hier ein paar Bilder vor den Toren Münchens aufgenommen von Unwetterfreak Daniel. Chef Cloud Daniel hatte einen Tag zuvor auch schon eine Mega-Formation vor der Linse. Ah, geil! Ja, genau! Jetzt aber nichts wie heim, am nächsten Tag steht Italien auf dem Plan. Um 9 Uhr abends hat mir der Pizzadienst dann mein Frühstück gebracht. Ich hoffe, das Video hat mal wieder gefallen. Servus, sagt der Tobi von den Unwetterfreaks.